Ihr habt Matthäus Kapitel 19 gelesen. Wir haben uns schon vor ein paar Wochen beschäftigt mit dem großen Thema der Scheidung und Wiederheirat, das hier vorkommt in diesem Kapitel. Und wir haben aber uns noch nicht beschäftigt mit dem Rest des Kapitels. Ich weiß, einige von euch dachten jetzt, es gibt wieder eine Endzeitpredigt, eine Predigt über die Offenbarung. Aber ich will dieses Thema Matthäus Kapitel 19 zu Ende bringen und über den Rest des Kapitels predigen. Schau dir nochmal den ersten Vers an, einfach nur, dass du den Kontext hast. Matthäus Kapitel 19, Vers 1, und es geschah, als Jesus diese Worte beendet hatte, verließ er Galiläa und kam in das Gebiet von Judäa jenseits des Jordan. Und es folgte ihm eine große Volksmenge nach und er heilte sie dort. Da traten die Pharisäer zu ihm, versuchten ihn und fragten ihn, ist es einem Mann erlaubt, aus irgendeinem Grund seine Frau zu entlassen? Also die Schriftgelehrten, die Pharisäer, sie kommen zu ihm und stellen ihm diese Frage, um natürlich ihn letzten Endes verurteilen zu können. Sie versuchten ihn, es ist keine ehrliche Frage. Jesus geht ein auf das Thema der Scheidung, auf das Thema Scheidebrief auch speziell und auf das Thema Wiederheirat. Und schau dir jetzt Matthäus 19, Vers 9 an, da heißt es in Vers 9, ich sage euch aber, wer seine Frau entlässt, es sei denn wegen Unzucht und eine andere heiratet, der bricht die Ehe. Und wer eine Geschiedene heiratet, der bricht die Ehe. Und das ist ein hoher Standard, ein viel höherer Standard als heutzutage in der Welt. Heutzutage in der Welt wird es einfach nur irgendwie als Affäre angesehen oder so. Aber nein, es ist Ehebruch, wovon wir hier reden. Es ist nicht einfach irgendetwas, was man beschönigen kann. Und Jesus sagt hier, wer seine Frau entlässt, es sei denn wegen Unzucht. Dieser Vers, der wird natürlich verdreht von falschen Propheten, von gottlosen Menschen, die Scheidung rechtfertigen wollen in bestimmten Fällen. Naja, wenn deine Frau untreu wird, aber das ist nicht, was hier steht. Das ist doch, was moderne Bibeln daraus machen, nicht wahr? Wenn sie untreu wird oder so, oder wegen Herzensfertigkeit, oder wenn deine Frau ungläubig ist, oder wenn dein Mann ungläubig ist, es geht natürlich letzten Endes in beide Richtungen, so, ja, dann kann man sich scheiden lassen und wieder heiraten. Aber nein, es gibt keine Wiederheirat, damit haben wir uns schon beschäftigt. Das ist ein großes Thema, deswegen habe ich das in eine einzelne Predigt ausgelagert. Aber womit wir uns noch nicht beschäftigt haben, ist Vers 10, die Antwort der Jünger. Wie haben die Jünger Jesu selbst diese Aussagen von Jesus verstanden? Haben sie irgendwie diese Aussagen falsch verstanden oder absichtlich verdreht? So nach dem Motto, oh ja, dann gibt es ja eine Ausnahme, ausgenommen wegen Unzucht. Ne? Also wenn sie irgendwie untreu wird oder so, dann kann ich mich scheiden lassen. Dann suche ich mir eine andere. Und denkt dran, wir wissen das nicht über alle Jünger Jesu natürlich, wir wissen das nicht über alle Apostel. Aber über Petrus wissen wir, dass er eine Schwiegermutter hatte. Das heißt, Petrus war verheiratet. Das heißt, wir sprechen hier von potenziell verheirateten Männern. Wir wissen das nicht in jedem Fall, aber Petrus war verheiratet. Was war die Reaktion der Jünger auf das, was Jesus unter anderem in Vers 9 gesagt hat? Was war die Reaktion? Vers 10, da sprechen seine Jünger zu ihm, wenn ein Mann solche Pflichten gegen seine Frau hat, so ist es nicht gut zu heiraten. Also das waren sozusagen die ersten MGTOWs. Ja, wenn ich weiß, was das ist, diese Abkürzung MGTOW, ausgesprochen als MGTOW, Men Going Their Own Way, Männer, die ihren eigenen Weg gehen, ist eine bescheuerte Bewegung. Und natürlich sage ich das jetzt sarkastisch. Sie waren natürlich nicht buchstäblich solche gottlosen MGTOWs, sondern die Jünger waren hier ganz einfach im Fleisch. Ja, und wir sehen das an einigen Stellen in der Bibel, dass die Jünger natürlich Menschen waren, die auch manchmal im Fleisch waren. Die Bibel zeichnet nicht dieses perfekte Bild von Propheten, wie das der Koran macht. Ja, wo Propheten und Mohammed, wahrscheinlich die waren alle perfekt, haben die gesündigt. Nein, Propheten in der Bibel, die Apostel in der Bibel, sie haben gesündigt. Sie hatten auch das Fleisch und sie waren hier ganz einfach im Fleisch. Aber es waren sozusagen die ersten MGTOWs, nicht wahr? Sie hatten eine falsche Einstellung. Und diese MGTOW-Bewegung ist eine gottlose, ekelhafte, eigentlich frauenfeindliche Bewegung. Das sind Männer, die zwar an und für sich eine Beziehung wollen, aber sie wollen halt nicht heiraten. Ja. Sie wollen nicht die Verantwortung übernehmen. Sie wollen nicht diese Pflichten haben. Wenn ein Mann solche Pflichten gegen seine Frau hat, so ist es nicht gut zu heiraten. Also bloß nicht heiraten, aber wir sind natürlich immer noch an einer Beziehung interessiert mit einer Frau. Und das ist gottlos, das ist ekelhaft. Und es lässt sich natürlich noch viel mehr dazu sagen, aber das kann man in eine einzelne Predigt auslagern. Kurz zusammengefasst, diese MGTOWs sind im Grunde genommen Männer, die keine Verantwortung übernehmen wollen. Und die einfach schlecht reden
Irgendwie alle Männer in den USA oder natürlich immer abhängig davon, wo sie gerade leben. Alle Männer in Deutschland, alle Frauen, Verzeihung, in Deutschland sind so und so. Und wir müssen irgendwie nach Russland gehen oder Ukraine oder so. Oder nach Thailand. Ekelhafte Männer, die es nicht schaffen, einen zu schwachen Charakter haben, eine gute Frau zu finden, die keine Verantwortung übernehmen wollen. Und hier ist das Ding. Das steckt zu einem gewissen Grad sowieso im menschlichen Fleisch. Keine Verantwortung übernehmen zu wollen, Pflichten nicht wahrnehmen zu wollen. Das steckt buchstäblich zu einem gewissen Grad in jedem von uns drin, nicht wahr? Also die Jünger waren hier ganz einfach im Fleisch und sie haben eine dumme Aussage getätigt. Ja, wir sollten nicht immer das sagen, was wir denken, denn dann würden wir viele dumme Sachen sagen, weil wir viele dumme Gedanken haben, nicht wahr? Das ist leider so. Sie waren ganz einfach im Fleisch und das ist natürlich sehr negativ, was wir hier lesen, Vers 10, da sprechen seine Jünger zu ihm, wenn ein Mann solche Pflichten gegen seine Frau hat, ist es nicht gut zu heiraten. Das ist nicht gut zu heiraten. Warum? Weil Pflichten. Ich will keine Pflichten wahrnehmen. Aber die Jünger, es ist nicht so, dass sie nicht irgendwie, dass sie irgendetwas gegen Frauen, dass sie, wie soll ich das formulieren? Es ist nicht so, wie bei diesem MGTOWs. Natürlich haben sie eine Beziehung, haben sie ein Interesse an Beziehung, aber sie wollen eben nicht die Pflichten wahrnehmen. Das ist eine schlechte Einstellung. Aber weißt du, was das Positive ist? Die Jünger, wie haben sie das verstanden, um jetzt nochmal darauf zurückzukommen, was Jesus gesagt hat? Wie haben sie das verstanden? Haben sie das irgendwie absichtlich verdreht, absichtlich falsch verstanden? So von wegen, ja, dann gibt es da doch noch eine Ausrede, dann gibt es da doch noch eine Ausnahme, wo ich mich scheiden lassen kann, dann suche ich mir eine andere. Haben sie das so verstanden? Nein. Weißt du, was das Positive an dieser Aussage ist? Sie haben verstanden, dass Ehe Pflichten mit sich bringt. Das ist das Positive daran. Also falsche Propheten da draußen, Irrlehrer, die besonders gerne natürlich solche Verse verdrehen, weil sie eben voller Gesetzlosigkeit sind, sie wollen natürlich sich scheiden lassen und sie wollen Ehebruch begehen und so weiter. Sie nehmen solche Verse, werden die verdrehen, aber die Jünger, die haben Jesus korrekt verstanden. Ehe bringt Pflichten mit sich. Ehe ist, bis dass der Tod uns scheide. Ehe ist nicht immer einfach. Also hier ist das Ding. Du willst heiraten? Du hast Interesse an einer Beziehung? Ja, du musst Pflichten wahrnehmen. So ist das. Und nochmals, ich will nicht die Jünger in irgendwie einem zu schlechten Licht darstellen. Das ist eine dumme Aussage, die sie getätigt haben. Aber zu einem gewissen Grad, wie gesagt, ist einfach das, was sowieso in jedem von uns drinsteckt. Unser Fleisch will an und für sich immer den Weg des geringsten Widerstandes gehen. So ist unser Hirn programmiert. So sind wir biologisch gesehen, dass wir den Weg des geringsten Widerstandes gehen wollen. Faul sind. Aber wir müssen natürlich im Geist wandeln. Und dieses Ding, im Fleisch zu wandeln, das bringt überhaupt kein Glück, das bringt keine Freude. Weißt du, was Freude bringt? Verantwortung zu übernehmen. Pflichten wahrzunehmen. Verheiratet zu sein, das bringt Freude. Da sprechen seine Jünger zu ihm, wenn ein Mann solche Pflichten gegen seine Frau hat, so ist es nicht gut zu heiraten. Was ist das Positive dabei? Sie verstanden die große Pflicht, während die Pharisäer natürlich lieber eine Ausrede wollen. Und die Pharisäer wollten Jesus anklagen, darauf bin ich schon eingegangen, sie hätten Jesus wahrscheinlich anklagen wollen aufgrund des Gesetzes Moses, das sie aber selbst nicht hielten. Die Pharisäer waren selbst Ehebrecher. Ich meine, wovon das jetzt voll ist, davon redet der Mund. Deswegen stellen sie überhaupt diese Frage. Ist es einem Mann erlaubt, aus irgendeinem Grund seine Frau zu entlassen? Weil das in ihrem Herzen ist. Dagegen die Jünger, sie haben zumindest verstanden, dass Ehe Pflichten mit sich bringt. Matthäus Kapitel 19, ich habe einen Fehler hier in meinen Notizen, aber lass uns weitergehen. Matthäus Kapitel 19, in Vers 11, da heißt es, er aber sprach zu ihnen, nicht alle fassen dieses Wort, sondern nur die, denen es gegeben ist. Wir sprechen oftmals von der Gabe der Ehelosigkeit. Die Gabe der Ehelosigkeit, so als Begriff, Gabe der Ehelosigkeit, kommt nicht wortwörtlich vor in der Bibel, aber das ist ein Vers, aufgrund dessen wir sprechen von der Gabe der Ehelosigkeit. Nicht alle fassen dieses Wort, sondern nur die, denen es gegeben ist. Okay, also es gibt Männer, denen es eben, den meisten Männern, ja, und den meisten Frauen, den meisten Menschen allgemein, ist es natürlich gegeben,
heiraten zu wollen. Aber dann gibt es andere Leute, denen es gegeben ist, es ist eine Gabe, dass sie sich selbst so unter Kontrolle haben, dass sie sagen, ich muss nicht unbedingt heiraten, ich werde einfach ledig bleiben. Ich werde mich einfach der körperlichen Entziehung enthalten, ich werde ledig bleiben, ich habe mich gut unter Kontrolle und werde einfach komplett dem Herrn dienen. Sie haben die Gabe der Ehelosigkeit, so nennen wir das oftmals. Wie gesagt, steht nicht so wörtlich in der Bibel, aber hier finden wir einen Vers eben, nicht alle fassen dieses Wort, sondern nur die, denen es gegeben ist. Und dann heißt es in Vers 12, denn es gibt Verschnittene, die von Mutterleib so geboren sind. Und es gibt Verschnittene, die von Menschen verschnitten sind. Und es gibt Verschnittene, die sich selbst verschnitten haben, um des Reiches der Himmel willen, wer es fassen kann, der fasse es. Und achte darauf, hier steht nicht Beschnittene, sondern Verschnittene. Also da wurde ein bisschen mehr abgeschnitten als nur die Vorhaut. Was ist mit Verschnittenen gemeint? Nun, das sind Kastraten, das sind Eunuche, so bezeichnet man sie auch. Und Verschnittene, Kastraten, Eunuche, das ist in diesem Vers, in Vers 12, nicht unbedingt in jedem Fall wortwörtlich gemeint. Warum sage ich das? Nun, es steht hier am Anfang von Vers 12, denn es gibt Verschnittene, die von Mutterleib so geboren sind. Nur ich muss dir, glaube ich, nicht erklären, dass ein Kind nicht als buchstäblicher Kastrat geboren wird. Im wortwörtlichsten Sinne. Das passiert natürlich nicht. Also daher sage ich, wenn wir diesen Vers betrachten und verstehen wollen, Verschnittene, Eunuchen, Kastraten, das ist hier nicht in jedem Fall wortwörtlich gemeint. Besonders wenn es darum geht, wenn Jesus hier sagt, es gibt Verschnittene, die vom Mutterleib so geboren sind. Niemand wird als buchstäblicher Kastrat geboren. Aber es gibt Kinder, die mit einem Defekt geboren werden, sodass sie beispielsweise als Junge einen Testosteronmangel haben. Es gibt solche Defekte von Geburt an. Und dann kann dieses Kind und dann später der junge Mann einem Eunuchen ähneln. Dass er, und was zeichnet einen Eunuchen aus? Lass mich mehr auf das Wort Eunuch eingehen. Die Eunuchen, das waren damals Männer, Diener von Königen und Königinnen, die buchstäblich kastriert wurden. Entweder schon vor der Pubertät, was die schlimmsten Folgen hatte, oder nach der Pubertät, wo die Folgen nicht ganz so krass waren, aber immer noch. Also es sind kastrierte Männer, wie schon gesagt. Und warum hat man sowas gemacht? Nun, beispielsweise, wir erinnern uns an das Buch Esther. Esther wurde dem Hüter der Frauen übergeben. Ja, der König Ahasveros hatte einen Hüter der Frauen, der eben alle seine Nebenfrauen gehütet hat und so weiter. Nun, der König Ahasveros wollte sicher nicht, dass sich dieser Hüter der Frauen an seine Nebenfrauen vergeht. Nicht wahr? Ich meine, der hatte rein theoretisch eine große Auswahl, wenn man so will. Also, und die Bibel sagt uns das in dem Fall nicht konkret, aber wir sehen das in der Weltgeschichte. Und es wäre eine logische Annahme, dass dieser Hüter der Frauen ein Eunuch war. Das hat man gemacht, dass man Männer kastriert hat, damit sie sich eben nicht an den Frauen des Königs vergangen haben oder an der Königin noch schlimmer vergangen haben. Und man hat das auch gemacht, um zu verhindern, dass Diener des Königs sich selbst zu Thronfolgern machen. Denn eine Monarchie besteht natürlich darin, dass immer der Sohn des Königs der nächste Thronfolger wird. Und wir sehen das in der Geschichte Israels, des Nordreiches Israels insbesondere, wo immer wieder Diener und so weiter einen Anschlag geplant haben gegen den König und sich selbst zum König gemacht haben. Und sowas wollte man möglichst natürlich verhindern. Und deswegen wurden Diener des Königs manchmal kastriert. Und was zeichnet Eunuchen aus? Nun, sie hatten einen extrem Testosteronmangel. Sie sahen verweiblicht aus. Und sie hatten natürlich physische Probleme. Deutlich weniger Muskelbau. Eher eine Neigung zu Depressionen. Emotionale Probleme. Und ganz einfach insgesamt weniger Kraft. Weniger Aggressionsbereitschaft. Also man konnte sie eben so unten halten. Dass sie nicht irgendwie aufbegehren gegen den König. Das nur so zu dem Wort Eunuch. Eunuchen kommen in der Bibel vor, beispielsweise auch in der Apostelgeschichte. Der Kämmerer aus Äthiopien, ein Gewaltiger der Kandake, der Königin Äthiopiens, der sich taufen lässt. Hier ist das Ding, wir sollten nicht bei jedem verweiblicht aussehenden Mann annehmen, dass er irgendwie gottlos ist, dass etwas komplett falsch mit ihm ist im spirituellen Sinne.
es kann tatsächlich physische, biologische Probleme haben. Und in extremen Fällen, das kommt heutzutage nicht mehr so vor, in extremen Fällen könnte es natürlich auch ein Eunuch sein. Wie gesagt, typischerweise sehen wir sowas heutzutage nicht mehr. Man könnte vielleicht Beispiele in Indien finden oder so. Aber Eunuchen konnten nichts dafür, typischerweise. Sie wurden zwangskastriert. Ich meine, man kann sie dafür nicht verurteilen, dass sie da natürlich verweiblicht aussahen. Und das ist, es hatte keine spirituelle Auswirkung unbedingt auf sie. Der Eunuch, der Kämmerer, und Kämmerer, Eunuch, das kann man gleichsetzen, der Königin von Äthiopien, er wurde gerettet. Amen. Und die Bibel gibt uns natürlich absichtlich so ein Beispiel, um zu zeigen, hey, auch dieser Typ, der so verweichlicht aussieht, denkt dir nicht irgendwie das Schlimmste gleich dabei, sondern vielleicht kann er gerettet werden. Ja. Und das ist eines der ersten Beispiele eines Heiden, der gerettet wird in der Bibel. So viel nur zum Thema Eunuchen. Und natürlich, es ist, als Christ ist es Sünde, ja, nicht nur als Christ, lass mich das anders formulieren, es ist natürlich Sünde, wenn es nicht irgendwie an einem Gendefekt liegt oder an irgendetwas liegt, was du nicht beeinflussen kannst, ist natürlich Sünde, als Mann verweiblicht zu sein. Das ist eine Sünde. Die Bibel ist eindeutig, was das angeht. Aber trotzdem sollten wir immer bedenken, dass es auch Ausnahmen gibt. Und wir sollten nicht einfach nach dem Augenschein urteilen. Aber in diesen Versen hier, Matthäus Kapitel 19, Vers 12, verschnittene Eunuchen, das ist nicht in jedem Fall wortwörtlich gemeint. Es gibt Verschnittene, die von Mutterleib so geboren sind. Es gibt Verschnittene, die von Menschen verschnitten sind, also die eben tatsächlich kastriert wurden, Eunuchen. Und es gibt Verschnittene, die sich selbst verschnitten haben und des Reiches der Himmel willen. Nun, ich habe mir so überlegt bei der Predigtvorbereitung, wie hätte ich gedacht, wäre ich einer der Jünger gewesen? Versuch dich mal in die Jünger hineinzuversetzen, was Jesus ihnen gerade gesagt hat. Also die Jünger, was haben sie gerade gesagt? Sie haben gesagt, wenn ein Mann solche Pflichten gegen seine Frau hat, so ist es nicht gut zu heiraten. Und Jesus sagt dann, er aber sprach zu ihnen, nicht alle fassen dieses Wort, sondern nur die, denen es gegeben ist. Warum? Denn es gibt Verschnittene, die vom Mutterleib so geboren sind. Und es gibt Verschnittene, beziehungsweise Eunuchen, die von Menschen verschnitten sind. Und es gibt Verschnittene, beziehungsweise Kastraten, die sie selbst verschnitten haben, das Reich der Himmel will. Also wenn ich mich so reinversetze in die Jünger, wahrscheinlich haben einige von ihnen gedacht, die Bibel sagt uns das natürlich nicht, aber ich stelle mir das nur so vor, wahrscheinlich haben einige von ihnen gedacht, warte mal, hat uns der Meister gerade als Eunuchen bezeichnet? Hat er uns gerade als Kastraten bezeichnet? Unterschwellig? Ich meine, das ist ziemlich negativ, was Jesus hier natürlich sagt. Verschnittene, Kastraten. Und in welchem Kontext sagt Jesus das? In dem Kontext einer ziemlich dummen Aussage der Jünger. Sie haben sich wahrscheinlich gedacht, warte mal, bezeichnete uns der Meister gerade als Verschnittene, als Eunuchen? Ach schau, hier ist die Lehre daraus. Wenn sie sich gedacht haben, oh, wir sind keine Eunuchen, wir sind nicht verschnitten. Wir haben noch alles unten dran, ja? Und natürlich haben wir Interesse an Beziehungen. Okay, aber hier ist die Lehre daraus. Dann musst du Pflichten wahrnehmen, heiraten. Und wie gesagt, wir wissen nicht über jeden einzelnen der Jünger, ob er verheiratet war, ob er nicht verheiratet war. Wir wissen das über Petrus, dass er verheiratet war. Aber hier ist eine Lehre daraus. Okay, du bist kein Eunuch, du bist ein normaler Mann. Und hast natürlich Interesse daran, eine Frau kennenzulernen und eine körperliche Beziehung zu haben. Nun, es gibt einen Rahmen dafür, die Ehe, Pflichten wahrzunehmen. Schlage du 1. Korinther Kapitel 7 auf 1. Korinther Kapitel 7. Ich lese dir vor nochmal den letzten Teil des Verses. Es heißt hier, und es gibt Verschnittene, die sich selbst verschnitten haben, und des Reiches der Himmel willen. Wie gesagt, das ist nicht unbedingt wortwörtlich gemeint, dass es Verschnittene gibt, die sich buchstäblich, wortwörtlich selbst schnipp, schnapp verschnitten haben, um des Reiches der Himmel willen. Denn, wie wir das im ersten Teil des Verses gesehen haben, ist nur natürlich niemand buchstäblich als Kastrat geboren von Mutterleibern. Aber sicherlich gibt es einige Katholiken, die diesen Vers zu 100% wortwörtlich nehmen. Ja, dann ist eigentlich eine gute Sache, wenn wir uns selbst schnipp, schnapp was abschneiden. Denn sie glauben auch, dass wir buchstäblich bei der Eucharistiefeier, beim Abendmahl,
Jesu Blut trinken und buchstäblich sein Fleisch essen und all diesen Quatsch glauben sie, weil sie die Bibel nicht verstehen. Sie verstehen nicht die geistliche Anwendung, sie haben nicht den Geist und der natürliche Mensch nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht verstehen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Im Katechismus lehrt, im katholischen Katechismus lehrt die katholische Kirche, dass Priester nicht mehr heiraten dürfen, wenn sie geweiht wurden. Bischöfe insbesondere werden nur aus unverheirateten, absichtlich zölibatär lebenden Männern ausgewählt. Und was ist eine Begründung, die sie anführen? Dieser Vers. Also, lass mich dir das so erklären. Die Bibel lehrt eindeutig über den Bischof, was Aufseher bedeutet, weil es gibt dann so besonders heilige Leute, die irgendwie denken, wenn in alten Luther-Übersetzungen steht Bischof statt Aufseher, oh ja, Luther war halt noch katholisch beeinflusst, deswegen schreibt er Bischof. Aber du musst einfach nur verstehen, dass Bischof nichts anderes als Aufseher bedeutet. Also es ist nicht falsch, Bischof zu sagen. Die Bibel lehrt über den Bischof, sprich Aufseher, sprich Pastor, sprich Ältester, das sind alles Synonyme. Die Bibel gibt eine klare Qualifikation, dass ein Pastor verheiratet sein muss. Er muss Mann einer Frau sein. Er muss Kinder haben. Okay, eindeutige Qualifikation, eindeutige Verse. Was macht jetzt die katholische Kirche? Sie nimmt viel weniger eindeutige Verse, Verse, die sich nicht auf Anhieb so eindeutig verstehen lassen, und sagt dann, hier siehst du, es gibt Verschnittene, die selbst verschnitten haben und das Reich der Himmel will. Also, natürlich, dann müssen Priester zölibatär leben. Dann dürfen sie nicht heiraten. Ist doch eindeutig. Also sie nehmen einen viel weniger eindeutigen Vers und lassen die eindeutigen Verse weg. Es wird als ehrenhaft angesehen in der katholischen Kirche, lass mich das anders formulieren, es wird als ehrenhaft angesehen, wenn nicht qualifizierte Männer geweiht werden. Es wird als ehrenhaft angesehen, wenn nicht qualifizierte, unverheiratete Männer geweiht werden. Und schau, angenommen, es wird nie passieren, aber angenommen, es wird jemand zum Bischof geweiht. Ja, ist natürlich unverheiratet, er ist nicht qualifiziert, denn nur zölibatär lebende Männer werden zum Bischof geweiht. Und dieser Bischof liest dann eines Tages die Qualifikation für einen Bischof. Hätte er vielleicht vorher machen sollen. Wo es heißt, dass er Mann einer Frau sein soll, nicht wahr? Und denkt sich dann, oh, warte mal, jetzt sollte ich heiraten. Tja, geht aber nicht, denn lass mich dir zitieren, was der katholische Katechismus sagt. Im Osten wie im Westen kann, wer das Sakrament der Weihe empfangen hat, nicht mehr heiraten. Also sobald du das Sakrament der Weihe empfangen hast, kannst du nicht mehr heiraten. Verboten. Also das heißt, auch wenn ein Bischof es rein theoretisch, was nie passieren würde, auch wenn ein Bischof es rein theoretisch wieder gerade biegen möchte, und er sich denkt, jetzt will ich aber qualifiziert sein. Okay, ich bin schon zum Bischof geweiht, ne, hätte nicht passieren sollen. Ich war unverheiratet. Jetzt will ich sie wieder gerade biegen. Er kann es nicht gerade biegen. Die Kirche verbietet das. Obwohl die Bibel eindeutige Qualifikationen gibt, aber die eindeutigen Verse werden missachtet. Ich meine, es ist so unglaublich, wie die katholische Kirche buchstäblich immer und immer wieder das Gegenteil lehrt und das Gegenteil tut von dem, was die Bibel sagt. Sie verbieten zu heiraten, sagt die Bibel, über gottlose Menschen. Sie verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen, die doch Gott geschaffen hat, damit sie mit Danksagung gebraucht werden von denen, die gläubig sind und die Wahrheit erkennen. Was sagt die katholische Kirche? Ja, genau, wir verbieten zu heiraten. So als sei das etwas Gutes. Aber es ist nicht was Gutes. Es ist was Schlechtes. Es wird über gottlose, böse Menschen gesagt. Katholische Kirche? Ja, genau. Priester dürfen nicht mehr heiraten. Einmal geweiht, darfst du nie mehr heiraten. Du kannst nicht mehr heiraten. Und was sagt die katholische Kirche noch? Am Freitag oder was auch immer, was das für bescheuerte Traditionen sind, kein Fleisch essen. Ja. Sie verbieten zu heiraten und Speisen zu genießen, die doch Gott geschaffen hat, damit sie mit Danksagung gebraucht werden von denen, die gläubig sind und die Wahrheit erkennen. Katholische Kirche? Ja. Super. Oder, wie schon gesagt, Bibel sagt, Bischof muss Mann einer Frau sein. Was sagt die katholische Kirche? Bischof darf nicht Mann einer Frau sein. Du bist in 1. Korinther 7. Schau dir Vers 32 an. Ich lese dir kurz Vers 7 vor. Denn ich wollte, alle Menschen wären wie ich, schreibt Apostel Paulus. Aber jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott. Der eine so, der andere so. Also Paulus spricht aus seiner
ledigen Perspektive, aus seiner Perspektive der Ehelosigkeit. Paulus findet das super, weil es für ihn super ist. Er hat diese Gnadengabe, aber nicht jeder hat diese Gabe. Also wir müssen die Perspektive beachten. Paulus, diese Perspektive funktioniert für ihn, weil er diese Gnadengabe hat. Er hat die Gabe der Ehelosigkeit. Das wäre ein weiterer Vers zur sogenannten Gabe der Ehelosigkeit. Für ihn ist das super. Das heißt nicht, dass es unbedingt für andere Menschen super ist. Aber aus seiner Sicht, hey, ich wollte alle Menschen wären wie ich. Warum? Weil natürlich ein lediger Mann, der sich unter Kontrolle hat, der nicht unbedingt ein allzu krasses Verlangen hat nach einer körperlichen Beziehung mit einer Frau. Er hat sich unter Kontrolle und entscheidet sich, ledig zu bleiben. Das ist eine super Sache. Aber das trifft natürlich auf die wenigsten Männer zu. Ich wollte, alle Menschen wären wie ich, aber jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott. Der eine so, der andere so. Du bist in Vers 32, da heißt es, ich will aber, dass ihr ohne Sorgen seid. Der Unverheiratete ist für die Sache des Herrn besorgt, wie er dem Herrn gefällt. Der Verheiratete aber sorgt für die Dinge der Welt, wie er der Frau gefällt. Es ist ein Unterschied zwischen der Ehefrau und der Jungfrau. Die Unverheiratete ist besorgt um die Sache des Herrn, dass sie heilig sei, sowohl am Leib als auch im Geist. Die Verheiratete aber sorgt für die Dinge der Welt, wie sie dem Mann gefällt. Ja, genauso haben wir das auch in Vers 33 vorher gelesen. Der Verheiratete aber sorgt für die Dinge der Welt, wie er der Frau gefällt. Vers 35, das sage ich aber zu eurem eigenen Nutzen, nicht um euch eine Schlinge um den Hals zu werfen, sondern um des Anstandes willen und damit ihr ohne Ablenkung beständig beim Herrn bleiben könnt. Schau, für jemanden, der die Gabe der Ehelosigkeit hat und der sich im übertragenen Sinne selbst verschneidet, um des Reiches der Himmel willen. Für so jemanden ist das toll. Ja. Also das ist eine gute Sache, wenn jemand sich unter Kontrolle hat, er hat die Gabe der Ehelosigkeit, und er entscheidet sich, ich will ledig bleiben, ich werde nicht heiraten, ich habe mich unter Kontrolle, ich will einfach dem Herrn dienen. Das ist eine große Sache, großartige Sache. Denn schau, Ehe bringt weltliche Pflichten mit sich. Und weltlich in dem Sinne ist nicht irgendwie sündhaft gemeint. Oftmals, wenn wir weltlich sagen, denken wir automatisch an die sündhaften Dinge dieser Welt. Aber das ist nicht unbedingt immer der Fall. Nicht alles Weltliche ist tatsächlich schlecht. Schau, lass uns einfach die Wahrheit sagen. Ehe bringt weltliche Pflichten mit sich. Ehe ist nicht nur geistlich. Ehe hat großartige geistliche Applikationen. Ich meine, die Ehe ist ein Symbol für Christus und die Gemeinde. Für das Verhältnis zwischen Jesus und der Ortsgemeinde. Ehe bringt großartige, auch geistliche Segnungen mit sich. Für die Leute, denen es eben so gegeben ist. Und das sind die meisten Leute, die heiraten sollten, damit sie eben Unzucht vermeiden, sagt die Bibel. Das ist einer der Top-Gründe, wenn nicht überhaupt der Hauptgrund, zu heiraten, um Unzucht zu vermeiden. Aber schau, für mich als durchschnittlichen Mann, der unbedingt heiraten wollte, der ich jetzt Gott sei Dank verheiratet bin, weißt du, ich kann wahrscheinlich so besser dem Herrn dienen, denke ich mir. Dagegen, ein Mann, der die Gabe der Ehelosigkeit hat, er wird besser dem Herrn dienen können, wenn er eben diese Gabe ausnutzt, sich entscheidet, ich werde nicht heiraten, weil er dann eben ohne Ablenkung dem Herrn dienen kann. Und Ehe, könnte man sagen, ist natürlich in gewisser Weise eine Ablenkung. Das ist gar nicht irgendwie negativ gemeint, sondern es ist einfach so, dass Ehe weltliche Pflichten mit sich bringt. Aber für jemanden, der die Gabe der Ehelosigkeit hat, der denkt sich vielleicht, ja, ich brauche das nicht unbedingt. Schau, ich habe mich unter Kontrolle, ich muss nicht unbedingt heiraten. Wozu sollte ich dann diese Pflichten wahrnehmen? In dem Fall ist es in Ordnung. Was Jesus hier sagt in Matthäus Kapitel 19, in Vers 12, das klingt natürlich sehr, das hat einen negativen Klang. Es gibt Verschnittene, die vom Mutterleib so geboren sind. Es gibt Verschnittene, die von Menschen verschnitten sind. Das ist keine positive Sache, von Menschen verschnitten zu sein. Es gibt Verschnittene, die sich selbst verschnitten haben, um des Reiches der Himmel willen. Wer es fassen kann, der fasse es. Warum hat es so einen negativen Anschein? Nun, weil es im Kontext steht einer dummen Aussage der Jünger. Ich denke, daher hat es so einen negativen Anschein. Vielleicht siehst du das anders, kein Problem. Das ist keine Lehre, die Jesus hier bringt, wie das ist,
wenn man die Gabe der Ehrlosigkeit hat, das ist nicht wirklich die hauptsächliche Applikation oder so. Er sagt das in einem Kontext einer dummen Aussage der Jünger. Und die Jünger haben sich wahrscheinlich gedacht, warte mal, wir sind keine Eunuchen, was soll das? So. Okay, aber dann nehmt Pflichten wahr. Ehe bringt Pflichten mit sich. Wenn ein Mann solche Pflichten gegen seine Frau hat, ist es nicht gut zu heiraten. Doch es ist gut zu heiraten. Aber hey, wie gesagt, es gibt manche Leute, die haben die Gabe der Ehelosigkeit, wie der Apostel Paulus, und sie wollen diese weltlichen Pflichten dann nicht wahrnehmen, haben sich aber unter Kontrolle. Ja, für sie ist das in Ordnung, ledig zu bleiben. Sie brauchen das nicht unbedingt. Und für sie ist das besser, für sie ist das gut, und das ist eine Gabe. Manchen ist es so gegeben, anderen so. Aber das ist ein Sonderfall, das ist nicht, und man sollte sich nicht denken als Mann, vielleicht bin ich das. Höchstwahrscheinlich nicht. Du bist auf der sicheren Seite, wenn du nach einer Frau suchst, wenn du datest und so weiter. Matthäus 19, geh wieder zurück zu Matthäus Kapitel 19. Da heißt es in Vers 13, da wurden Kinder zu ihm gebracht, damit er die Hände auf sie lege und bete. Die Jünger aber tadelten sie. Aber Jesus sprach, lasst die Kinder und wehrt ihnen nicht, zu mir zu kommen, denn solcher ist das Reich der Himmel. Und nachdem er ihnen die Hände aufgelegt hatte, zog er von dort weg. Und ich erinnere mich immer an diese Verse, die sitzen in meinem Kopf fest, weil meine Mutter oft diese Verse nicht eins zu eins zitiert hat, aber sie hat oft das erwähnt, was Jesus gesagt hat. Lasst die Kinder zu mir kommen, wehrt ihnen nicht. Warum hat sie das so oft erwähnt? Nun, wir haben katholische Verwandtschaft und in der katholischen Kirche, ich war oft bei katholischen Messen dabei, da ist es ziemlich kinderunfreundlich. Und ich übertreibe nicht, wenn ich sage, wenn da all diese alten Leute in der katholischen Kirche sitzen und Amen und diese ganzen Rituale und dieser ganze Quatsch, wenn da einmal in den hinteren Reihen ein Kind schreit, dann kommt man wirklich so einen Blick. Dann drehen sich die alten Leute um und kommt man einen bösen Blick zugeworfen. Das ist kinderunfreundlich in der katholischen Kirche. Und das hat meine Mutter aufgeregt. Sie hat oft diese Verse erwähnt, wo Jesus sagt, lasst die Kinder und wehrt ihnen nicht, zu mir zu kommen, denn ihr ist das Reich der Himmel. Und das ist etwas, was man auch in der protestantischen Kirche sehen kann. Hängt natürlich von der Gemeinde ab, aber es ist ziemlich typisch für die katholische Kirche, habe ich den Eindruck. Einfach Kinderunfreundlichkeit. Und ich habe das selbst. Wir haben das selbst miterlebt bei katholischen Messen, bei denen wir dabei waren als Familie. Da bekommt man einen bösen Blick zugeworfen. Wenn dann einmal es irgendwie unruhig wird, ein Kind schreit oder so, dann gleich die alten Leute drehen sich gleich um und sehen das sofort. Sei bloß ruhig. Wir wollen hier unsere Rituale machen. Und ich meine natürlich die katholische Kirche, nicht die Kirche, in die wir Kinder lassen sollten, in die wir überhaupt irgendeinen Menschen schicken sollten, weil es natürlich eine falsche Kirche ist, aber es geht um das Prinzip. Ja, wir sollten nicht kinderunfreundlich sein. Das ist wieder eine komische Aussage der Jünger. Ich meine, die Jünger, sieht man, sie waren Menschen. Ja, sie haben Fehler gemacht, sie mussten dazulernen. Hallo? Da wurden Kinder zu ihm gebracht, damit er die Hände auf sie lege und bete, die Jünger aber tadelten sie. Aber Jesus sprach, lasst die Kinder und wehrt ihnen nicht, zu mir zu kommen, denn solcher ist das Reich der Himmel. Wir sollten Kinder zu Jesus lassen. Wir sollten Kinder, sprich, zum Wort Gottes lassen. Wir sollten Kinder im Gottesdienst dabei haben. Kinder verstehen wahrscheinlich mehr, als du denkst. Kinder sind es, die typischerweise gerettet werden. Typischerweise sind es falsche Religionen dagegen, die Kinder unfreundlich sind, wie zum Beispiel die katholische Kirche, wo man böse Blicke zugeworfen bekommt, wenn ein Kind schreit in den hinteren Reihen. Wo Kinder vergewaltigt werden von Priestern. Und es gibt natürlich ein Spektrum, was Kinderunfreundlichkeit in falschen Religionen betrifft. Lass mich dir vorlesen, du schlägst Lukas Kapitel 18 auf. Ich lese dir vor aus Matthäus Kapitel 21, Vers 15. Als aber die obersten Priester und die Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel riefen und sprachen, Hosianna, dem Sohn Davids, da wurden sie entrüstet und sprachen zu ihm, hörst du, was diese sagen? Jesus aber sprach zu ihnen, ja, habt ihr noch nie gelesen, aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du ein Lob bereitet? Habt ihr noch nie das Alte Testament gelesen, an das ihr angeblich glaubt? Wo es schon im Alten Testament seid, heißt, aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du ein Lob bereitet? Kinderunfreundlichkeit, das ist ein Spektrum, es geht von
die Schriftgelehrten, die entrüstet waren über die Kinder, wie sie denn hier Hosianna, dem Sohn Davids, schreien im Tempel. Es geht von den Schriftgelehrten bis hin zu Kinderopfern. Und das ist etwas, was die Völker Kanaans getan haben im Alten Testament, dass sie dem Baal oder dem Moloch ihre Kinder haben durchs Feuer gehen lassen. Widerwärtigste Dinge haben sie getan. Und das ist etwas, was in etlichen anderen Kulturen auch vorkam, nicht nur bei den gottlosen Heidenvölkern des Landes Kanaans, die ausgerottet werden sollten, Amen, sondern wir sehen das auch bei Ureinwohnern, bei Völkern in Südamerika, die Menschenopfer dargebracht haben. Ich meine, falsche Religionen sind vom Teufel. Also da sollte es uns nicht wundern, wenn diese Religionen typischerweise kinderunfreundlich sind. Das heißt nicht, dass eine Baptistenkirche nicht auch rein theoretisch kinderunfreundlich sein kann. Aber typischerweise sind es falsche Religionen, die kinderunfreundlich sind, denke ich. Schau, in unserer Gemeinde sind Kinder im Gottesdienst dabei. Wir haben keinen extra Kindergottesdienst. Wir glauben nicht, dass Kinderbibeln irgendwie ein guter Ersatz sind für die Bibel. Nein, lass die Kinder und wehrt ihnen nicht, zu mir zu kommen. Lass die Kinder doch zu Jesus kommen. Lass die Kinder doch zum Wort Gottes kommen. Sie sollen im Gottesdienst dabei sein. Sie sollen das Wort Gottes hören. Jesus liebt die Kinder. Er will die Hände auf sie legen, für sie beten. Lass die Kinder und wehrt ihnen nicht, zu mir zu kommen. Denn solcher ist das Reich der Himmel. Und du bist in Lukas Kapitel 18, lass uns die Parallelstelle lesen. Vers 15, da heißt es, sie brachten aber auch kleine Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Als es aber die Jünger sahen, tadelten sie. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach, lass die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind. Das ist ein Vers, den wir so nicht lesen, Matthäus Evangelium, deswegen zeige ich dir die Parallelstelle in Lukas. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, der wird gar nicht hineinkommen. Weißt du, typischerweise sind es Kinder, die gerettet werden. Warum sprechen wir hauptsächlich Jugendliche auf der Straße an? Weil sie offener sind für das Evangelium. Warum ist es effektiver, auf der Straße Leute anzusprechen, als von Haus zu Haus zu gehen? Das ist nichts irgendwie gegen Tür zu Tür, Haus zu Haus Evangelisation. Ich habe eine Predigt darüber gehalten, das ist auch, was wir machen. Aber man kann gemessen an der Zeit mehr Menschen retten, wenn man Leute einfach so draußen anspricht und hauptsächlich auf Jugendliche zugeht. Warum? Weil sie offener sind für das Evangelium. Wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird gar nicht hineinkommen. Kinder sind weniger schlecht geprägt von dieser Welt. Kinder sind nicht so hochmütig wie Erwachsene. Kinder, besonders Kleinkinder, sie haben gar keine andere Chance, als sich auf ihre Eltern zu verlassen. Und sie haben daher kein Problem, sich ganz einfach auf ihren Vater im Himmel zu verlassen. Sie haben, für sie ist es das Normalste der Welt. Ja, ich verlasse mich einfach zu 100% auf Jesus. Sie sind nicht hochmütig. Sie denken sich nicht, naja, ich will irgendwie selbst gut sein oder so. Aber dann sind es oftmals eben falsche Religionen, aber auch leider Baptistenkirchen, die Kinder im Grunde genommen ein bisschen fernhalten von Jesus. Und dann gibt es einen extra Kindergottesdienst, wo ihnen nicht der ganze Ratschluss Gottes gepredigt wird. Seit wann wird in einem Kindergottesdienst der ganze Ratschluss Gottes gepredigt? Ich will einen Kindergottesdienst sehen, wo der ganze Ratschluss Gottes gepredigt wird. Gibt es natürlich nicht. Und schau, habe du nicht irgendwie diese gottlose Einstellung, oh, aber diese Stellen in der Bibel, oh, oh na, das, da geht es schon ziemlich zu. Weißt du was? Die Bibel sagt, die Worte des Herrn sind reine Worte. In irdenem Ziegel geschmolzenes Silber, siebenmal geläutert. Die Worte des Herrn sind reine Worte. Die Worte des Herrn sind schön. Sie sind heilig. Sie sind gut und gerecht. Und sie sind für Kinder da. Für alle Menschen da. Lasst die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht. Denn solches ist das Reich Gottes. Hey, das sind die Leute, die hauptsächlich gerettet werden. Kinder, Jugendliche. Also warum ausgerechnet sie vom Wort Gottes fernhalten? Und dann irgendwie Kindergottesdienst oder so. Warum haben die Jünger es überhaupt gesagt? Das ist eigentlich eine komische Oder warum haben sie das getan, dass sie Leute getadelt haben, dass sie Kinder zu Jesus bringen wollten? Das Wort Gottes ist für alle da. Gottes Wort
ist für alle da. Wir sollten keine, daher keine elitäre Einstellung entwickeln als Christen. Was meine ich mit einer elitären Einstellung? So, oh, das ist zu viel für dich, ja. Du musst zur Bibelschule gehen, wenn du das ganze Wort Gottes lernen willst, wenn du richtig intensiv in die Bibel einsteigen willst. Ja, oder der Sonntagsmorgen-Gottesdienst, so, der ist so für alle Leute da, ja, und da wird halt nur das Evangelium gepredigt, aber dann musst du zum Abend-Gottesdienst kommen, wenn du mehr lernen willst. Wir sollten keine elitäre Einstellung haben irgendwie, dass es verschiedene Stufen im Christsein gibt und dann hältst du andere davon fern, so irgendwie, komm, bring ja nicht die Kinder zu Jesus. Die sind noch nicht bereit dafür. Doch, sie sind bereit dafür, für das ganze Wort Gottes. Und das ist einfach ein Beispiel von mehreren Beispielen, die wir in der Bibel sehen, wo die Jünger hat es den Anschein irgendwie so eine leicht elitäre Einstellung entwickelt haben. Und ich sage nicht, dass es hundertprozentig die einzige korrekte Auslegung dazu ist, aber lass mich dir einfach ein Beispiel zeigen. Matthäus Kapitel 20 in Vers 30, da heißt es, und siehe, zwei Blinde saßen am Weg. Als sie hörten, dass Jesus vorüberziehe, riefen sie und sprachen, Herr, du Sohn Davids, erbarme dich über uns. Aber das Volk gebot ihnen, sie sollten schweigen. Ja. Also auch das, all das Volk, das mit Jesus zog, sie sollten schweigen. So schweig still, so. So, ihr Blinden da am Weg, schweig still. Nein, lass die Blinden schreien. Lass die normalen, armen Leute schreien zu Jesus. Lass sie zu Jesus kommen. Lass Demütige zu Jesus kommen. Lass Arme zu Jesus kommen. Lass Kinder zu Jesus kommen. Warum sollte man das Wort Gottes fernhalten von Leuten? Warum sollte man sich irgendwie denken, oh, das ist irgendwie zu viel für dich? Oder das ist irgendwie zu krass für Kinder? Nein, die Worte des Herrn sind reine Worte. In irdem Tegel schmolzen Silber, siebenmal geläutert. Wir sollten auch keine elitäre Einstellung entwickeln als Christen, in dem Sinne, dass es irgendwie so bestimmte Rituale gibt im Gottesdienst, die schwierig zu erlernen sind. Schau, so ist es in der katholischen Kirche. In der katholischen Kirche, dann steht man an der Stelle auf, dann setzt man sich wieder hin und dann spricht man irgendwie dieses Gebet mit bestimmter Melodie und so. Es gibt all diese Rituale. Das hat einen elitären Anschein. Jemand, ein Außenstehender, der wird da nicht einfach so mitmachen können. Dagegen, wie ist das in einer biblischen Gemeinde? Da kann irgendjemand mit dreckigen Klamotten reinkommen und kann sich in die erste Reihe setzen und das ist alles, was er machen muss. Sich einfach hinsetzen im Grunde genommen. Ich meine, das ist im Grunde genommen alles, was du machen musst. Einfach zugänglich. Das Wort Gottes, nicht alles in der Bibel, ist einfach zu verstehen. Aber es ist einfach zugänglich in dem Sinne, dass jeder kommen kann und den ganzen Ratschluss Gottes hören kann. Egal ob Kind oder ob Greis, egal ob Armer oder Reicher, egal ob Blinder oder perfekt Gesunder. Gottes Wort ist für alle da. Anderes Beispiel wäre die syrophönizische Frau, die Jesus nachläuft und will, dass er ihre Tochter heilt. Was sagen die Jünger? Und das ist eine Aussage, jedes Mal muss ich drüber lachen, das ist unglaublich. Fertige sie ab, denn sie schreit uns nach. Was ist das für eine Aussage? Fertige sie ab, denn sie schreit uns nach. Was? Einfach fertige diese Menschen ab, so wimmel die ab von uns, die schreit uns nach. Und ich meine, natürlich war ich nicht dabei, vielleicht hat sie wirklich einfach auf Dauer dann extrem genervt. Okay, was weiß ich, keine Ahnung. Aber hey, lass Leute zu Jesus schreien, lass Leute zu Jesus kommen. Gottes Wort, Jesus Christus ist für alle da. Und besonders eben die Leute, die weniger angesehen sind. Besonders die Leute, die am Wegesrand sitzen. Besonders die Leute, die nichts zu sagen haben. Kinder, Jugendliche. Weißt du, oder Arme. Sie sind offener für das Evangelium. Aber dann gibt es Leute manchmal, die eine elitäre Haltung entwickeln und denken, oh, so diese Arme hier, so, da soll ich lieber hinten hinsetzen. Wir lesen davon im Jakobusbrief zum Beispiel, nicht wahr? Wir sollten nicht so eine Haltung entwickeln. Könnten diese Verse hier ein Beispiel dafür sein, ja? Wo die Jünger, andere tadelten, weil sie Kinder gebracht haben. Hey, lass die Kinder zu mir kommen, wehrt ihnen nicht. Es ist nicht eindeutig, womit das bei den Jüngern zusammenhängt, dass sie diese komische Aussage machen,
oder dass sie diese komische Haltung haben, dass die Leute tadeln dafür, dass sie Kinder zu Jesus bringen. Möglicherweise einfach ein Gedanke, der mir gekommen ist. Möglicherweise waren sie noch so ein bisschen im Alten Testament-Modus. In dem Sinne, dass natürlich nicht jeder einfach so zum Haus Gottes hinzutreten konnte. Nicht jeder konnte einfach so in den Tempel kommen, sondern es gab um den Tempel herum verschiedene, könnte man sagen, Ebenen der Heiligkeit. Es gab den Vorhof und so weiter, dann bis hin zum Allerheiligsten, wo nur der Hohepriester einmal im Jahr reingehen durfte mit Blut von Stieren und Böcken. Und auch, er musste auch für sich selbst ein Opfer darbringen. Natürlich ist nicht so, dass er irgendwie besser war, der Hohepriester. Aber es gab diese verschiedenen Stufen, wo man nicht einfach so hinzutreten konnte. Aber wie ist das, als Jesus kam, da sagt die Bibel, und wir, einfach normale Leute, wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Ja, und Blinden, ihnen wurden die Augen geöffnet und sie konnten einfach Gottes Herrlichkeit sehen. Sie konnten einfach zu Jesus kommen. Und keine Ahnung, vielleicht hatten die Jünger einfach noch eine falsche Vorstellung, so in dem Sinne, nicht jeder kann einfach so in alle Bereiche des Tempels kommen, sondern man muss sich reinigen und so weiter. Vielleicht hat es etwas damit zu tun. Wir sollen als Christen Gottes Wort von den Dächern predigen. Jesus selbst sagt, was ich euch im Finstern sage, das redet im Licht. Was ihr im Ohr hört, was ihr ins Ohr hört, das verkündigt auf den Dächern. Das, was Jesus uns ins Ohr sagt, wenn wir in unseren stillen Kämmerlein sind, sprichwörtlich und Gottes Wort lesen, das sollen wir letzten Endes auf den Dächern verkündigen. Also wieder, keine elitäre Haltung irgendwie, so das ist jetzt nur so für uns, so in der Kirche. Oder das ist nur für die Bibelschule, du musst in die Bibelschule gehen, wenn du das lernen willst. Sondern, und das ist wirklich ein Problem, das ist ein gutes Beispiel für elitäre Haltung, für dieses Prinzip, Bibelschulen. Ich meine, das ist so eine schlechte, gottlose Einstellung, jungen Leuten zu sagen, du musst in die Bibelschule gehen, um das und das zu lernen. Oder irgendwie zu denken, ja, dieser Prediger, der ist nicht qualifiziert, weil er nicht in der Bibelschule war. Schau, das ist eine richtig ungeistliche und eigentlich gottlose Einstellung. Was du damit sagst, ist, dass es einfach diese bessere Klasse gibt. Ja, und du musst zur Bibelschule gehen und dann bekommst du diese Qualifikation. Da hast du Dinge gelernt, die anderen nicht in der Kirche lernen. Das ist gottlos. In der Kirche sollte der ganze Ratschluss Gottes gepredigt werden. Die Gemeinde ist der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Und ich hatte vor ein paar Tagen ein Interview geführt mit einer Journalistin, oder sie hat ein Interview mit mir geführt, besser gesagt. Wir haben am Telefon gesprochen und sie hat mich gefragt, was ich denn für eine Qualifikation habe oder so ähnlich. Ja, ob ich irgendwie eine Ausbildung gemacht habe oder so. Und ich habe ihr erklärt, dass das Prinzip Bibelschule ein unbiblisches Prinzip ist. In der Gemeinde findet die Ausbildung statt, sozusagen. Die Ausbildung von jedem Christen. Nicht die Ausbildung zu irgendetwas Bestimmten unbedingt, sondern einfach die Ausbildung von allen Christen. Jeder, der hereinkommt, bekommt die volle Breitseite an Lehre. Es braucht keine Bibelschule. Aber lass uns wieder zurückgehen zum Text. Was ich eigentlich sagen wollte ist, Gottes Wort ist für alle da. Wir sollten die Bibel von den Dächern predigen. Im Gegensatz zu Sekten, die eine elitäre Haltung haben, die bestimmte Gruppen, die bestimmte Menschengruppen davon fernhalten, sogenannte Wahrheiten zu lernen. Nicht wahr? Wir halten niemanden davon fern, egal welches biblische Thema zu lernen, etwas darüber zu lernen. Wir halten niemanden fern. Ja, es ist so lustig, wie wir als Baptistenkirche zuverlässiges Wort als Sekte bezeichnet werden. Schau, alles, was wir lehren, ist öffentlich. Und wenn jemand austreten will, austreten, was es sowieso nicht wirklich gibt, weil wir keine offizielle Mitgliedschaft haben, wenn jemand austreten will, weißt du was, dann lass uns dir die Tür zeigen. Kein Problem. Oh, wir sind eine Sekte. Weißt du, was eine Sekte auszeichnet, typischerweise? Dass du nicht einfach so die Gruppierung verlassen kannst, ohne dass du erhebliche Konsequenzen zu spüren bekommst von deiner Familie, die dann nicht mehr mit dir zu tun haben will und so weiter. Oder noch schlimmer, dann wirst du verfolgt von Sektenmitgliedern. Wie ist das im Islam zum Beispiel? Ich meine, das ist eine ziemliche Sekte. Du kannst nicht einfach so austreten aus dem Islam und konvertieren. Das ist natürlich kein typisches Beispiel für eine Sekte, aber das ist ziemlich sektenähnlich, nicht wahr? Was zeichnet noch Sekten aus? Du musst erstmal aufsteigen.
bis du dann so die richtigen Wahrheiten lernst. Die Mormonen zum Beispiel, wenn wir an einer Tür klopfen, Mormonen kommen raus, das sind solche Heuchler und Lügner, sie werden uns einfach zustimmen. So, ja, das ist auch, was wir glauben, genau, Amen, ja. Und es freut uns, dass ihr Gottes Wort hier verkündigt und die Botschaft von Jesus verbreitet. Aber das ist nicht wirklich das, was sie glauben. Sie glauben, dass es mehrere Götter auf anderen Planeten gibt und all diesen ganzen Schwachsinn. Sekten halten Außenstehenden typischerweise die Wahrheit oder ihre sogenannte Wahrheit, was alles Lügen ist, vor. Und wir aber als Christen, wir sollten niemandem irgendetwas vorenthalten, sondern wenn jemand eine Frage hat, zu egal welchem noch so kontroversen Thema, dann geben wir eine Antwort aus der Bibel. Wir sprechen es einfach offen aus dem Licht, was wir im Finstern hören. Aber wir sind eine Sekte. Matthäus Kapitel 19, Vers 16. Geh wieder zurück zu Matthäus Kapitel 19, Vers 16. Und siehe, einer trat herzu und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Er aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Willst du aber in das Leben eingehen, so halte die Gebote. Erstens, ich meine, du kennst wahrscheinlich schon diese Geschichte und du weißt wahrscheinlich schon, wie die ausgeht, dass der Mann natürlich nicht gerettet wird, er ist ein Reicher, er verlässt sich auf seinen Reichtum und so weiter. Aber lass mich dir erstens sagen, Jesus ist nicht irgendein guter Meister. Und es ist nicht an und für sich falsch, Jesus als guten Meister zu bezeichnen. Ich meine, ist Jesus der Meister und der Herr? Ist Jesus gut? Amen, ja, natürlich. Aber dieser Mann wird nicht gerettet. Ja. Und wahrscheinlich kennst du schon diese Geschichte. Er wird nicht gerettet, er geht betrübt davon einfach. Also, er hat offensichtlich nicht verstanden, dass Jesus Christus Gott ist. In seinen Augen ist Jesus einfach irgendein guter Meister. Das ist das Erste, was du beachten solltest. Und dieser Mann fragt, was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Was ist Jesu Antwort darauf? Er aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Nun, die Zeugen Jehovas, die werden witzigerweise ausgerechnet diesen Vers verwenden, um zu lehren, dass Jesus nicht Gott sei. Dabei ist es einer der Verse, der belegt, dass Jesus Gott ist. Schau, hier ist das Ding. Frage einfach den Zeugen Jehovas. Okay, in deinen Augen, ist Jesus gut oder schlecht? Ja, natürlich ist Jesus gut. Ich meine, ein Zeuge Jehovas könnte nicht allen Ernstes antworten, dass Jesus schlecht sei. Natürlich muss er sagen, dass Jesus gut ist. Hallo? Okay, nach seiner eigenen Aussage ist dann Jesus aber Gott. Ich meine, niemand ist gut als Gott allein. Ist Jesus gut? Natürlich. Also ist Jesus Christus Gott. Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Warum antwortet Jesus aber auf diese Art und Weise? Und das sind Verse, die manche Leute ein bisschen verwirren. Sie verstehen nicht so, sonst so, wie soll ich damit umgehen und so weiter. Das ist eigentlich gar nicht schwer zu verstehen letzten Endes. Es ist wirklich nicht schwer zu verstehen. Lass mich dir erklären. Dieser Mann kommt herzu mit einer Haltung irgendwie: Jesus ist einfach ein guter Meister. Wir wissen das schon, weil wir die ganze Geschichte kennen. Er wird nicht gerettet, er versteht nicht, er kennt nicht an, dass Jesus Gottes Sohn ist und er wird nicht gerettet. In seinen Augen ist Jesus einfach ein guter Meister. Was ist sein Ziel? Ist das Ziel des Mannes, einfach sein Vertrauen auf Jesus zu setzen und abzulassen von seinen angeblich guten Werken? Nein, sondern was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Also er denkt sich, Jesus ist ein guter Meister, ich will auch gut sein. Nun, Jesus sagt, was nennst du mich gut? Also mit anderen Worten, denke mal kurz drüber nach, was du gerade gesagt hast. Was nennst du mich gut? Was meinst du damit? Verstehst du, was es impliziert? Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Also dieser Mann, er denkt, Jesus ist einfach dieser gute Meister, ich will auch gut sein, ich will irgendwas Gutes tun, damit ich das ewige Leben erlange. Aber warte mal, verstehst du, was du gerade sagst mit guter Meister? Niemand ist gut als Gott allein. Und du willst gut sein? Schau, du kannst nicht wie Gott sein. Im Grunde genommen, was ist Jesus Ziel? Und wir sehen das gleich in den nachfolgenden Versen. Jesu Ziel ist es hier, ihm einfach vorzuhalten: Hey, du bist ein Sünder. Realisiere das erstmal. Realisiere, was du gerade für eine Frage gestellt hast. Guter Meister, was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Verstehst du, was das impliziert? Dass Jesus Gott ist. Und du willst gut sein, du willst einfach gute Dinge tun, um einfach wie dieser gute Meister zu sein? Schau, du kannst nicht wie Gott sein. Du bist ein Sünder. Und hier ist das Ding, an und für sich ist das keine schlimme Frage, die er stellt. Und Jesus verurteilt ihn auch nicht für diese Frage.
Das ist an und für sich keine super schlimme Frage, sondern es ist eigentlich eine relativ normale Frage, die ein Ungläubiger stellen würde. Ungläubige denken natürlich, sie müssen etwas Gutes tun, um in den Himmel zu kommen. Aber sie müssen erstmal verstehen, okay, da ist niemand gut als Gott allein. Ja, ich werde niemals perfekt sein, ich werde niemals richtig zu 100% gut sein. Denn unter den Menschen ist kein Gerechter auf Erden, der Gutes tue und nicht sündige. In Markus Kapitel 10, Vers 21, ich lese das nur schnell vor, das ist die Parallelstelle, da sagt Jesus, oder da heißt es über Jesus, da blickte ihn Jesus an und gewann ihn lieb und sprach zu ihm und so weiter. Also Jesus gewann ihn lieb. Jesus verurteilt ihn nicht. Sondern was ist Jesu Ziel? Er will erstmal erreichen, dass dieser Mann erkennt, dass er ein Sünder ist. Dass er nicht einfach so gut werden kann. Ja, was muss ich Gutes tun? Was fehlt mir noch? Irgendetwas Gutes will ich tun. Weil er einfach denkt, oh Jesus, das ist dieser gute Meister. Und er versteht nicht, was das eigentlich bedeutet, dass Jesus Gott ist. Matthäus 19, Vers 18, da heißt es, er sagt zu ihm, welche? Ja, also welche Gebote? Denn Jesus hat vorher gesagt, willst du mal das Leben eingehen, so halte die Gebote. Und was ich noch dazu sagen will, es ist so bizarr, wie falsche Christen diese Verse verwenden im Kontext der Errettung. Es ist so bizarr. Ich meine, es gibt wirklich falsche Christen, die wollen diese Geschichte verwenden, um irgendwie das Evangelium zu erklären oder so. Um ihr falsches Evangelium zu erklären. Denn für sie ist das Evangelium, Jesus nachfolgen, gut zu sein. Sie verstehen selbst nicht diese Geschichte. Sie verstehen nicht, dass sie selbst in dieser Position sind, wie dieser Mann, der zu Jesus kommt. Einfach gut sein. Ich meine, Jesus selbst sagt, wenn es konkret um Errettung geht, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Nicht wer mir nachfolgt, nicht wer die Gebote hält, sondern wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Aber hier ist das Ding. Würden wir rein theoretisch einfach zu 100% gut sein, alle Gebote halten, niemals sündigen? Nun, ja, dann würden wir in den Himmel kommen. Nur hier ist das Ding. Jesus will den Mann verstehen lassen, dass er ein Sünder ist. Dass wir nicht perfekt sind. Er sagt zu ihm, welche? Jesus aber sprach, Matthäus 19, Vers 18 ist das, dass du sollst nicht töten, du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden. Ehre deinen Vater und deine Mutter und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und manchmal, wenn wir Seelengewinn gehen, da gibt es an der Tür Leute, die kommen mit der unglaublichsten Antwort daher. Wir stellen einfach diese Frage, oder wir zitieren Offenbarung 21, Vers 8, wo es heißt, dass auch alle Lügner in dem See sein werden, der von Feuer und Schwefel brennt, und sagen, schau mal, ich habe schon mal gelogen. Hast du schon mal gelogen? Nein. Und das kommt wirklich vor. Ich meine, wenn du schon ein bisschen Seelengewinn warst, du hast es wahrscheinlich schon mal erlebt. Leute, die wirklich denken, sie haben noch nie gelogen. Nein. Und an der Stelle denkt man sich so, was soll ich denn überhaupt antworten? Was soll ich überhaupt dazu sagen? Das ist so bizarr, einfach diese Antwort. Aber Jesus zählt hier nicht nur Lüge auf oder so, sondern er zählt sämtliche Gebote auf. Das sind natürlich einfach nur Beispiele, ja. Ehre deinen Vater und deine Mutter und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, Vers 20. Der junge Mann spricht zu ihm, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend an. Was fehlt mir noch? Ich bin eigentlich schon ziemlich gut, guter Meister. Hey, guter Meister, ich bin eigentlich schon ziemlich gut. Dieses Ding, er ist einfach ein Ungläubiger. Jesus gewann ihn lieb. Jesus hat nichts gegen ihn. Er will einfach nur, dass er realisiert, erstens, dass Jesus Gott ist. Was er da gerade gesagt hat. Einfach Gutes tun. Viel Spaß dabei. Du willst richtig gut sein, sodass du in den Himmel kommst, dann musst du perfekt sein, dann musst du wie Jesus sein, dann musst du eigentlich Gott sein. So ziemlich. Das habe ich alles gehalten von meiner Jugend an. Was fehlt mir noch? Das ist natürlich eine Lüge, die ihr hier sagt. Ja, also spätestens an dem Punkt hat er gesündigt, ja, wenn man so will. Jesus sprach zu ihm, willst du vollkommen sein? So gehe hin, verkaufe, was du hast und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben, komm, folge mir nach. Also Jesus spielt einfach das Spiel mit. Willst du vollkommen sein? Ja, okay. Geh hin, verkaufe, was du hast, gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Komm, folge mir nach. Und wieder, auch dieser Vers wird von falschen Christen verwendet, um das Evangelium irgendwie zu erklären, wie man gerettet wird. Was zum Henker? Da ist niemand, der alle Gebote gehalten hat. Da ist niemand, der einfach alles verkauft hat, es den Armen gegeben hat und einfach nur Jesus nachfolgt. Was zum? Dann heißt es in Markus Kapitel 10, Vers 22, du kannst eigentlich in Matthäus Kapitel 19 bleiben, ich lese dir einfach die Parallelstelle vor, Markus Kapitel 10, Vers 22. Er aber wurde traurig über dieses Wort und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter.
Und ich meine, spätestens an dem Punkt muss man sich fragen, wo bleibt da die Nächstenliebe? Ich meine, Jesus hat ihm gesagt, hat die Gebote aufgezählt und hat gesagt zum Schluss, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Der junge Mann spricht zu ihm, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend an. Ach ja? Aber den Armen deine Sachen zu verkaufen, also dann wird er betrübt. Das wäre dann schon ein bisschen zu viel verlangt. Wo bleibt denn die Nächstenliebe? Und schau, es geht nicht darum, diesen Mann anzuklagen, Jesus selbst gewann ihn lieb. Natürlich will er, dass er gerettet wird. Aber dieser Mann ist extrem hochmütig. Ich meine, extrem hochmütig. Das habe ich alles gehalten von meiner Jugend an. Da blickte Jesus umher und sprach zu seinen Jüngern, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes eingehen? Die Jünger aber erstaunten über seine Worte. Da begann Jesus wiederum und sprach zu ihnen, Kinder, wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes hineinzukommen? Das ist ein wichtiges Detail, das wir speziell im Markus-Evangelium erfahren, in der Parallelstelle, deswegen lese ich dir das vor. Wie schwer ist es für die, welche ihr Vertrauen auf Reichtum setzen, in das Reich Gottes hineinzukommen? Reiche Leute, wie dieser Mann, sie denken, ich habe schon alles. Sie sind hochmütig. Es läuft doch alles. Das habe ich alles gehalten von meiner Jugend an. Was fehlt mir noch? Sie vertrauen auf ihren Reichtum. Sie sind hochmütig durch ihren Reichtum. Sie denken, hey, habe ich alles gehalten? Ich bin eigentlich ziemlich gut. Und für solche Leute, die Vertrauen auf Reichtum setzen, für die ist es schwer, in den Himmel zu kommen. Denn du kommst gar nicht in den Himmel, wenn du nicht auf Jesus vertraust. Aber lass mich dir vorlesen, was die Hoffnung für alle sagt. Die Hoffnung für alle sagt, eine falsche Bibelübersetzung, Ja, ihr Lieben. Das klingt schon so bescheuert. Ja, ihr Lieben, wie schwer ist es doch, in Gottes Reich zu gelangen? Wow, warte mal, wie schwer ist es doch, in Gottes Reich zu gelangen? Errettung ist einfach, mein Freund. Wir sollten uns nicht abwenden lassen von der Einfachheit, die in Christus ist. Errettung ist einfach. Jesus selbst sagt, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Das ist einfach. Aber Rettung ist nicht einfach für Leute, die ihr Vertrauen auf Reichtum setzen. Aber das ist etwas, was moderne Bibelübersetzungen weglassen. Und es ist nicht nur so, dass moderne, korrupte Bibelübersetzungen Verse kürzen, sondern sie lassen auch manchmal einen ganzen Vers weg. Nicht wahr? Und lass mich dir einfach in einem kurzen Satz zusammenfassen, wie heuchlerisch, unehrlich und bösartig Textkritik ist. Diese angebliche Wissenschaft, Pseudowissenschaft, die Bibel Jahr für Jahr beschnippelt und bearbeitet, an Gottes Wort rumdoktert und ganze Verse zum Teil weglässt. Lass mich dir einfach in einem Satz sagen, wie heuchlerisch, unehrlich und bösartig das ist. Diese Leute, sie lassen einen Vers weg, einen ganzen Vers weg, aber sie ändern nicht die Verszählung, weil sie selbst nicht wissen, was die Wahrheit ist. Denk drüber nach. Wüssten diese Leute wirklich, das ist jetzt Gottes Wort, wir haben es herausgefunden, dann würden sie auch die Verszählung ändern. Aber sie ändern nicht die Verszählung, sondern dir wird auffallen, dass in korrupten Bibelübersetzungen die Verszählung genau dieselbe ist, wie beispielsweise in einer Schlachter 2000. Genau dieselbe Verszählung. Nur dann fehlt auf einmal ein Vers. Dann heißt es irgendwie Vers 37, dann 38 in Klammern, steht aber nichts, dann Vers 39. Also sie ändern nicht die Zahlen, sondern sie lassen halt einfach den Inhalt eines ganzen Verses weg. Warum machen sie das? Weil sie selbst nicht wissen, was Gottes Wort ist. Sie wissen selbst nicht, ob das, was sie da gerade rumgeschnitten haben, Gottes Wort überhaupt korrekt ist. So unehrlich, heuchlerisch, bösartig ist das. Wären sie wirklich überzeugt, wir haben jetzt Gottes perfektes Wort endlich ausgegraben, wir haben es endlich gefunden, dann sollten sie doch einfach die Verszählung ändern. Aber sie können es nicht. Denn nächstes Jahr werden sich wieder irgendwelche neuen Manuskripte finden. Haben sie wieder irgendwas ausgebuddelt? Muss wieder was geändert werden? Preist den Herrn, dass wir gläubig sind. Schau, das ist etwas, was Ungläubige tun. Die Bibel zu bearbeiten, zu beschnippeln, dran rumzuschneiden. Gläubige glauben nämlich tatsächlich an die Bibel, die das Versprechen gibt, dass Gott sein Wort bewahrt. Preist den Herrn, dass wir Gottes bewahrtes Wort heutzutage haben. Dass wir wissen, was die Wahrheit ist. Matthäus 19, Vers 24, gehen wir da zurück. Und wiederum sage ich euch,
oder du bist schon in Matthäus Kapitel 19, schau dir Vers 24 an. Wiederum sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Als seine Jünger das hörten, entsetzten sie sich sehr und sprachen, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen, bei den Menschen ist dies unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Der Mann, der ist einfach betrübt weggegangen. Er hat es nicht verstanden. Weißt du, spätestens an dem Punkt, als Jesus all die Gebote aufteilte, hätte er eigentlich sagen sollen, das wäre eigentlich eine normale, demütige Reaktion gewesen. Ich habe gesündigt. Ich bin nicht gut. Ich reiche nicht heran. Also was muss ich jetzt tun? Was muss ich jetzt tun? Weil seine Ausgangshaltung war, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu erlangen? Guter Meister. Vieles ist Jesus einfach nur dieser gute Meister, dem er ähnlich werden will. Er will auch einfach gut sein, der Mann. Aber realisiere erstmal, wer wirklich gut allein ist. Das ist nämlich Gott. Gott allein ist gut. Also realisierst du, mit wem du gerade sprichst? Zweitens, realisiere, du bist ein Sünder. Oh, ja, ich habe das nicht alles gehalten von meiner Jugend an. Ich habe gesündigt. Also was kann ich denn jetzt überhaupt tun, wenn ich gar nicht gut genug bin? Was kann ich denn jetzt tun? Aber er gibt es gut davon, weil er sein Vertrauen nicht auf Jesus setzen will, sondern sein Vertrauen bleibt auf seinem Reichtum. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reich in das Reich Gottes hineinkommt. Wer kann denn überhaupt gerettet werden, ist die Frage. Jesus aber sah sie an und sprach zu ihm, bei den Menschen ist dies unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Und mir fallen Beispiele ein aus der Bibel von reichen Personen, von denen wir vermuten können, dass sie gerettet waren. Die Bibel sagt das nicht unbedingt in jedem Fall ausdrücklich, aber was zum Beispiel mit Josef von Arimathea, der um den Leib Jesu bat und der Jesus begrub und in seinem Grab, das er im Felsen hatte, aushauen lassen. Er war ein reicher Mann, sagt die Bibel explizit. Und dieser reiche Mann, er hat Jesus geliebt. Und wahrscheinlich, ich weiß es nicht, die Bibel sagt es wie gesagt nicht ausdrücklich, war er gerettet. Es wäre eine Annahme, die man haben kann. Ein reicher Mann, der auch zum Nachfolger Jesu wurde. Wir erfahren, wie gesagt, nichts über seinen Glauben konkret. Aber es gibt einige Beispiele in der Bibel von reichen Leuten, die auch dem Herrn gefolgt sind und so weiter. Lukas Kapitel 8, Vers 1 ist ein weiteres Beispiel, das mir eingefallen ist, wenn du es aufschlagen möchtest. Das ist ein interessantes Beispiel. Lukas Kapitel 8, Vers 1. Da heißt es, und es geschah danach, dass er von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf zog, wobei er das Evangelium vom Reich Gottes verkündigte und die 12 waren mit ihm. Und auch etliche Frauen, die von bösen Geistern und Krankheiten geheilt worden waren. Maria, genannt Magdalena, von der 7 Dämonen ausgefahren waren, wenn du es aufgeschlagen hast. Lukas Kapitel 8, Vers 3. Jetzt achte darauf. Und Johanna, die Frau Chusas, eines Verwalters des Herodes, und Susanna und viele andere, die ihm dienten, mit ihrer Habe. Das ist kein Beispiel, an das man typischerweise denkt. Aber es ist so ein gutes Beispiel. Schau, wenn du diese Listen von Namen liest, hier irgendwie dann Leute aufgezählt, irgendwie Maria Magdalena und so weiter, Johanna, die Frau Chusas, eines Verwalters des Herodes, kenne ich sowieso nicht, Susanna, wer ist das überhaupt? Lies diese Listen von Namen. Das ist keine lange Liste von Namen. Es gibt natürlich noch viel längere Listen von Namen in der Bibel, Geschlechtsregister. Nicht einfach so drüber hinweglesen. Es gibt interessante Details. Das ist ein sehr interessantes, großartiges, inspirierendes Beispiel, das wir hier lesen. Ich liebe diesen Vers, wirklich. Ich übertreibe nicht. Lukas Kapitel 8, Vers 3. Und Johanna, die Frau Chusas, eines Verwalters des Herodes. Das war kein guter Mann. Aber schau, diese Frau, Johanna, die mit Chusa verwaltet war, der für Herodes arbeitete. Diese Frau, sie folgte Jesus nach. Sie diente Jesus. Und hier ist das Ding. Ihr Mann, Chusa, der für Herodes gearbeitet hat, ausgerechnet für Herodes, der hat bestimmt einen guten Lohn bekommen. Das war bestimmt kein armer Mann. Der wurde bestimmt gut bezahlt. Aber weißt du, seine Frau, sie hat Jesus gedient. Sie ist Jesus nachgefolgt. Reiche Leute, bestimmt ein Beispiel für eine reiche Person. Könnte man logischerweise vermuten. Sie ist Jesus nachgefolgt, hat Jesus gedient mit ihrer Habe. Weil sie wahrscheinlich Habe hatte. Sie hatte etwas. Und man erfährt nicht über ihren Mann, wie ihr Mann persönlich zu Herodes stand. Ob er einfach nur gearbeitet hat, weil es halt sein Job war, oder ob er Herodes gut fand oder was auch immer. Aber seine Frau war gerecht. Seine Frau ist Jesus nachgefolgt. Das finde ich ist ein inspirierendes Beispiel für jemanden, der eine Verbindung hat zur Regierung, zu gottloser weltlicher Regierung, eine ziemlich direkte Verbindung zu gottloser weltlicher Regierung,
aber trotzdem Jesus nachfolgt. Schau, es sind oftmals natürlich nicht reiche Leute, die gerettet werden. Es sind oftmals arme Leute, die gerettet werden, demütige Leute, die gerettet werden. Würde Gott einfach das Leid dieser Welt wegnehmen, dann wären Menschen noch viel hochmütiger und dann würden weniger Menschen gerettet werden. Es ist schon schwer genug für reiche Leute, ihren Hochmut zu lassen, nicht auf Reichtum zu vertrauen. Es ist schon schwer genug. Ich meine, wie viel schlimmer wäre die Situation, wenn Gott einfach das Leid dieser Welt wegnehmen würde, dann wären Leute noch hochmütiger und es würden noch weniger Menschen gerettet werden. Aber lass uns weiterlesen. Matthäus Kapitel 19, Vers 27, da heißt es, wir kommen jetzt langsam zum Ende des Kapitels. Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür zuteil? Das ist keine schlechte Frage. Ist eine gute Frage. Jesus gibt einfach eine Antwort darauf. Gott weiß, dass wir als Menschen Belohnung möchten. Dass wir als Menschen weniger tun würden, würden wir nicht belohnt werden. Nicht wahr? Und Gott belohnt uns daher. Er weiß, wie wir sind. Siehe, wir haben alles verlassen. Ich liebe diese Aussage. Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür zuteil? Ich liebe diesen Vers. Alles verlassen für den Herrn. Was wird uns dafür zuteil? Wir bekommen viel Lohn, wenn wir Jesus nachfolgen und dafür vielleicht auch Menschen verlassen müssen. Und dazu komme ich gleich noch. Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird, auch auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Und jemand hat mir mal eine Frage gestellt, wie es im Himmel sein wird. Da wird es doch nicht bestimmt irgendwie verschiedene Abstufungen geben, irgendwie besseren Himmel, schlechteren Himmel oder so. Natürlich wird es keinen schlechteren Himmel geben. Jeder, der im Himmel ist, ist perfekt, genießt es, es ist perfekt, es wird alles wunderbar sein. Amen. Aber es gibt trotzdem eine Abstufung in dem Sinne, dass manche Menschen mehr Belohnung haben werden, andere weniger. Manche werden leuchten wie die Sterne immer und ewiglich. Diejenigen, die vielen zur Gerechtigkeit gewiesen haben, wie es heißt, im Propheten Daniel. Andere werden eher kleine Funzeln sein. Sie haben nicht so viel Menschen zur Gerechtigkeit gewiesen oder gar keinen. Sie haben weniger Belohnungen. Ja, das ist keine Abstufung in einem negativen Sinne, sondern manche Leute werden einfach mehr Belohnungen im Himmel haben als andere. Und wir sehen das über die 12 Apostel. Ihr, die mir nachgefolgt seid, werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird, auch auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Würde es eine besondere Belohnung für die 12 Apostel geben? Ja, eindeutig. Insofern gibt es also eine Abstufung. Und jeder, der Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter, wow, oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meines Namens willen, der wird das hundertfältig empfangen und das ewige Leben erben. Aber viele von den Ersten werden Letzte und Letzte werden Erste sein. Schau, wenn Leute dir ein Ultimatum stellen, ein Ultimatum, das heißt, Beispiel, wenn du weiter diesen Christenquatsch mitmachst, wenn du weiter zu dieser Kirche gehst, wenn du weiter in dieser Sekte bist, dann will ich mit dir nichts mehr zu tun haben. Schau, wenn Leute dir so ein krasses Ultimatum stellen sollten, und ich hoffe, dass es nicht passiert in deinem Leben, aber weißt du, wenn es passiert, dann hat Gott das zugelassen und dann wird sich das zum Guten auswirken. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Wenn Leute dir so ein Ultimatum stellen, weißt du, was die richtige Reaktion ist? Ich folge Jesus nach. Doch, ich mache diesen Christenquatsch mit. Doch, ich werde noch in diese Sekte gehen. Doch, ich bleibe beim Herrn. Und schau, wir sollten nicht von uns aus irgendwie denken, so, ich verlasse jetzt all diese Leute. Wow, halt, stopp. Nein, du solltest als Christ optimalerweise eine bessere Beziehung zu deinen Eltern haben. Was zumindest dich angeht, aber das ist nicht immer so in jedem Fall so, dass die Beziehung zu deinen Eltern, Verwandten, zu wem auch immer besser wird, sondern manchmal ist es so, auch wenn du alles richtig machst, dass Leute einfach mit dir nichts mehr zu tun haben wollen, die Beziehung zu dir kappen, weil du Christ bist. Und du hast nicht unbedingt etwas falsch gemacht. Und wenn das so ist, wenn sie ein Ultimatum stellen, dann folge Christus nach. Ich lese dir die Parallelstelle vor aus Markus Kapitel 10, Vers 29. Markus Kapitel 10, Vers 29, du musst das nicht unbedingt aufschlagen. Da heißt es, Jesus aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau
oder Kinder oder Äcker verlassen hat um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfältig empfängt. Und jetzt achte darauf, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und in der zukünftigen Zeit ewiges Leben. Also, wenn du sogar Brüder und Schwestern, Vater und Mutter und Frau und Kinder und all diese Leute verlassen müsstest und Jesus nachfolgst, du wirst es schon in dieser Zeit, schon in diesem Leben hundertfältig zurückempfangen. Wie wird es funktionieren? Nun, es wird viele Leute in der Gemeinde geben, die für dich anstelle einer Mutter sein werden, die für dich anstelle eines Bruders sein werden, die für dich anstelle einer Schwester sein werden. Als Christen sind wir niemals verlassen. Als Christen haben wir ein Netz, das uns auffängt. Und wir werden belohnt hundertfältig. Das heißt, du wirst viel mehr Brüder, viel mehr Schwestern als vorher haben. Und wieder, es ist nicht so, dass wir irgendwie absichtlich all diese Leute verlassen sollten. Nein, bitte. Aber hey, wenn es zu einem Ultimatum kommt und du keine andere Wahl hast, folge Jesus nach. Ja. Und du wirst es hundertfältig in diesem Leben zurückempfangen. Du wirst krass belohnt werden. Es lohnt sich, dem Herrn nachzufolgen. Es lohnt sich, vielleicht auch schmerzhaft Menschen verlassen zu müssen. Es lohnt sich. Es lohnt sich, alles zurückzulassen und dem Herrn nachzufolgen. Du wirst belohnt. Schon in diesem Leben. Aber viele von den Ersten werden Letzte und Letzte werden Erste sein. Und dieser Vers geht über dann in die nächsten Kapitel, wo es viel darum geht, wie die Beziehung zwischen Juden und Heiden, die erst später dazukommen sozusagen. Und darum geht es hauptsächlich. Viele von den Ersten, sie werden Letzte sein. Juden, die sowieso schon die ganze Zeit dabei waren, sie hatten das Alte Testament schon, sie hatten schon ihren Tempel und so weiter. Erstens, das heißt nicht, dass sie unbedingt alle dem Herrn mit Eifer gedient haben. Dagegen die Heiden, sie haben oftmals viel größeren Eifer bewiesen. Es wurden mehr von ihnen gerettet. Und sie werden, obwohl sie die Letzten sind, weil sie erst viel später dazu kamen, sie werden Erste sein. Sie werden mehr Belohnung haben im Himmel. Sie werden hundertfältig empfangen. Im Gegensatz zu vielen Juden, die halt einfach dabei waren, ja, sie sind halt die Ersten, denken sich, ja, wir sind Juden, wir sind die Ersten. Aber sie werden die Letzten sein. Das heißt nicht, dass es so in jedem Fall unbedingt ist, aber typischerweise war es so der Fall. Insbesondere, wenn wir jetzt nochmal an den Anfang des Kapitels, an den Anfang von Matthäus Kapitel 19 zurückkehren. Was waren die Leute, die zu Jesus kamen? Es waren Pharisäer. Ja, und das waren Juden, die noch nicht mal gerettet waren. Es waren falsche Propheten natürlich. Ich meine, aber sie dachten, oh, wir sind die Ersten. Ich meine, hey, wir sind Abrahams Same. Ja, wir haben Mose. Wir haben das Alte Testament. Wir sind es. Wir sind die Ersten. Aber sie werden die Allerletzten sein. Sie werden eine schwerere Verdammnis empfangen. Dagegen Heiden, normale Leute, arme Leute, die dazukommen, Fischer, die dazukommen, die vielleicht nicht immer zu 100% treu in der Synagoge waren, die jetzt aber gerettet sind, die Jesus nachfolgen, sie werden die Ersten sein, obwohl sie die Letzten waren. Und wir sollten niemals über andere Leute denken, oh, was ist das für einer? Was könnte der tun, weil er irgendwie schwächer scheint als andere oder was auch immer? Schau, du weißt nie, wie Gott einen Menschen benutzen kann. Die Juden haben sich garantiert nicht gedacht, wie Gott die Heiden benutzen würde, wie er uns benutzen würde. Viele von den Ersten werden Letzte sein und die Ersten und die Letzten Erste, Verzeihung. Lass uns beten. Herr, wir danken dir für dein Wort. Danke, Herr, für Matthäus Kapitel 19. Danke, Herr, für deinen Sohn Jesus Christus, den du gegeben hast, Vater. Danke, dass wir ihm nachfolgen dürfen, Herr. Danke, dass wir Belohnung haben, schon in diesem Leben und natürlich auch im Himmel dann Belohnung haben und dass es sich lohnt, dir nachzufolgen, Herr. Ich danke dir, Herr, für dein Wort. Bitte hilf uns, die richtige Einstellung zu haben. Bitte, Herr, hilf uns, dein Wort besser zu verstehen. Und bitte segne das Seelengewinn morgen, segne morgen den Gottesdienst. Wir danken dir für den Seelengewinn-Marathon, für die Leute, die gerettet wurden. In Jesu Namen beten wir. Amen.